Hi Lieben, heute seht ihr mich mal in einer etwas anderen Position, weil ich möchte euch ein Intelligenzspielzeug von My Intelligent Dogs vorstellen. Viel Spaß dabei! Wir haben also vor einiger Zeit dieses Spielzeug und noch zwei weitere Spielzeuge zum Testen zugeschickt bekommen. Es ist schon eine ganze Weile her und zwar war das noch vor unserem Umzug, dass wir die zugeschickt bekommen haben. Ich habe es nur leider bis jetzt noch nicht geschafft, sie euch vorzustellen, obwohl es echt tolle Spielsachen sind. Das holen wir jetzt nach. Ich fange mit dem Glücksrad an und die anderen beiden stelle ich euch dann auch noch vor. Ja, My Intelligent Dogs stellt wirklich nur solche Intelligenzspielzeuge her. Aber nicht nur für Hunde, sondern auch für Katzen habe ich jetzt gesehen. My Intelligent Dogs verwendet für die Herstellung unbedenkliche Materialien, also hier Holz und Plaste. Alles nicht schädlich für den Hund, das finde ich natürlich super, dass da jetzt nicht irgendwas verwendet wird, was am Ende nicht gut ist für unseren Vierbein, also für Alfie, für unsere Vierbeiner. Ich werde euch natürlich in der Infobox verlinken, wo ihr das Spielzeug findet, also natürlich auf der Seite von My Intelligent Dogs. Und ich verlinke euch natürlich auch noch ganz genau dieses Spielzeug, was ich dazu geschickt bekommen habe. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das mit Alfie funktioniert, wenn er will. Alfie, wollen wir spielen? Hier, komm! Also, normalerweise macht man das Leckerli, die Leckerlis hier rein. Also man kann diesen Büppel, ja, abmachen, genau so. Leckerlis rein und dann macht man den wieder zu. Ich lege die Leckerlis für Alfie allerdings oben drauf, weil er kriegt nicht so viel. Und da kommen dann nicht so viele raus. Wenn man jetzt natürlich mehr reinmacht, dann klappt das natürlich auch. Bloß für das Zeigen jetzt lege ich es mal hier oben rein, damit er auch wirklich jedes Mal was kriegt. So habe ich es ihm auch am Anfang schmackhaft gemacht, weil er hat da gedreht und es kam halt nichts raus. Und damit er am Anfang wirklich jedes Mal Erfolg hatte, habe ich ihm immer hier oben was reingelegt. Ich zeige euch mal, also Leckerli und dann hier oben rein. Und dann hier, guck, also ich die auf. Und Touch, ja, hier Touch, geh rein, Touch, ja, fein, nochmal, Touch, supi. Und ich helfe ihm immer noch ein bisschen, aber natürlich soll der Hund es dann von alleine irgendwann mal machen, geh hin. Alfie ist ein bisschen schüchtern, weil es ein bisschen groß für ihn ist, aber das klappt auch, er ist halt immer ein bisschen vorsichtig. Und geh mal hin, Touch, Touch, ja, Touch, Touch, nicht bei mir, da, Touch. Er ist süß. Komm hier, stups und touch, touch, ja, touch, ja, ja, supi. Und so könnt ihr natürlich euren Hund dann immer weiter beschäftigen. So habe ich es ihm auch beigebracht. Ja, er hat es nicht gleich von Anfang an alleine hinbekommen, dass man da dran drehen muss, dass da was runterfällt. Aber es ist eine schöne Beschäftigung, die man mit seinem Hund gemeinsam drin machen kann, wenn das Wetter schlecht ist. Touch. Hier, stups, touch. Und touch, hier, touch, touch. Ja, das ist, also uns macht das Spaß, ne? Spaß, fein, hier, touch. Super! Alf liegt auch nur rum, weil ich rumlieg. Na, touch, ne, touch, touch. Das so kommt nichts raus, du musst ja dran touchen. Hier, super, nochmal, ja, fein. Er hat Angst, dass er vom Leckerli erschlagen wird. Obwohl die so klein sind. Ne, Touch? Touch? Ja, kommst du da jetzt ran? Ja, hast du erwischt. Und dann wird euer Hund natürlich auch immer mutiger, wenn er am Anfang wie Alfie davor Angst hat. Also er hat das jedes Mal am Anfang so ein bisschen Respekt, weil sich das halt dreht. Aber das wird schon, wie man sieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, euch gefällt dieses Spielzeug. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen weiterspielen, bis die Leckerlis alle sind. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss! Nur Touch? Hier, Touch. Ja, Touch. Ah, ja, nochmal. Super! Und nochmal Touch. Ja, Touch. Hier. Gern. Ne, da, Touch. Ja, prima. Na, da unten liegt's, da.
brav. Hier. Touch. 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 Und touch. Und touch. Ja. Oh, das war unfair. Hey, das war unfair. Du musstest doch hier raus rollern. Na, touch. Ja, touch. 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 Da, ja, genau. Na los, hol dir es. Ja, prima. Ja, nochmal. Prima. Und jetzt noch zwei. Da. Gut. Nee, da ist nichts drin. Touch da. Da ist nichts. Da, touch.